Hallo Wittenberge, ein herzliches Glück auf von unserer Seite und ein Riesenapplaus für den Mann der Stunde, Esteban Cortez. Nach dieser kurzen Pause sind wir wie versprochen noch einmal für euch da. Und ihr eigentlich auch. Danke an euch alle. Uns hat heute wieder das Gebot unseres Herzens, unsere Vernunft und unser Verstand auf die Straße geführt, weil die Umstände haben sich nicht gebessert. Wir liefern weiterhin Panzer für fremde Machtinteressen, fördern den Krieg anstatt den Frieden. Frau Baerbock sagt offen, wir befinden uns im Krieg mit Russland. Und wir haben weiterhin immens hohe Lebenshaltungskosten. Ich denke, es dürfte jedem klar sein, dass es eine Politik ohne oder gegen Russland nicht geben kann. Eine Politik ohne die Grünen hingegen schon. Das wäre zumindest ein Anfang und ein Schritt in die richtige Richtung. So, jetzt noch mal ein paar Worte zu Herrn Lauterbach. Der hat ja vor kurzem endlich mal selber zugegeben, dass die Schließungen der Schulen und viele Corona-Maßnahmen ein Fehler waren. Doch wo bleibt die Konsequenz für sein Handeln und die Schikane dem Volk gegenüber? Wo bleibt denn sein Rücktritt oder seine Bestrafung, so wie sie uns die Jahre davor immer bestraft haben? Für mich begeht die Politik schon seit Jahren Hochverrat an das deutsche Volk und wendet nicht den Schaden ab. Siehe auch die Silvesternächte. Danke. Thank you.
für unsere Grundrechte, für unsere Landwirtschaft, gegen den Klimawahnsinn, für eine Volksabstimmung, gegen Waffenlieferung, für unsere Zukunft. Danke! Danke erstmal für das Solo und danke an euch tapferen 400. Ihr habt das Richtige gespürt und die anderen, die nicht hier sind, die wird der Geschichtslauf richten, wie bei der Corona-Krise. Also, ich sitze hier im Stadtparlament von Wittenberge und bin erschüttert darüber, dass nicht mal die Parlamentarier über... Also, es werden nicht mal die Parlamentarier über regionale Entscheidungen informiert. Und deshalb möchte ich euch alle bitten, beim Bauamt vorstellig zu werden und euch zu interessieren für ein Bauprojekt. Eine Chemiefabrik soll gebaut werden am Stadtrand von Wittenberge zwischen Trinkwasserschutzgebiet, Naturschutzgebiet und der Stadt Wittenberge selber. Etwa 1000 Meter Abstand von jeder Bebauung. Ich finde es unmöglich, dass es an den Bürgern und am Parlament vorbei entschieden werden soll. Deshalb bitte ich euch alle, nach Möglichkeit sich darum zu kümmern. Am Montag ist Hauptausschusssitzung um 18 Uhr im Rathaus. Ich wünsche mir, dass da sehr viele interessierte Bürger kommen und mich unterstützen. Dankeschön. Ein kleines Dankeschön auch von unserem Orga-Team für dich, wie letztes Mal. Für deine Zeit, die du opferst, für den Anfahrtsweg, für die Familie, die warten muss. Aufmerksam gesund! Dankeschön! Bitte! Ja. Viel Spaß mit Herrn Cortes und wer möchte, kann gerne nochmal wieder einen Groschen dalassen. Ja.
Und sich noch einen Flyer rausnehmen. Die wurden mir vorhin in die Hand gedrückt für eine 90er, 2000er Party. Da habe ich festgestellt, mein Gott, so alt bist du selber schon. So, hallo erstmal Wittenberge. Vielen Dank für die Einladung und dafür, dass ihr die ganze Geschichte an einem Samstag organisiert habt. Die Montage in nächster Zeit sind leider schon völlig ausgeplant. Bis Mitte März haben wir jetzt reichlich zu tun. Und es ist immer interessant zu sehen, dass nach wie vor Leute auf die Marktplätze strömen und einfach auch ein Zeichen setzen wollen. Diesmal für den Frieden. Und ich denke, es gibt nichts Wichtigeres dieser Tage, während die Kriegstreiberei von hoher Bühne weiterhin gepredigt wird. Die Presse macht fleißig mit, die Systempresse. Und das finde ich sehr, sehr gruselig. Gefangen zwischen tausend Ängsten und medialem Dreck. Ich suche dran zu dir nach deinen Augen, gleiten immer wieder weg. Ich will dir nur erklären, was schief läuft und warum du nachts nicht schlafen kannst und wieso du nicht mehr so ausgelassen durch die Wohnung tanzt. Es ist eine ekelhafte Welt geworden und nichts läuft mehr rund. Weil alten Kinder lachen, nichts mehr erzählt und hinter Masken verstummt. Sie sehen aus wie lauter kleine Soldaten, gerüstet für die große Schlacht gegen einen unsichtbaren Feind, mit dem man so gut Kasse macht. Und immer, wenn ich dir von früher erzähle, tut es weh, weil ich dich um deine Kindheit betrogen sehe. Und solange es sich endlich wieder gut wird, kämpfe ich gegen die Drachen an, weil ich weiß, dass es auch für dich wieder wie früher werden kann. Unsere Jahre damals nach der großen Wende draußen auf dem Land. Jeder Tag war wie ein Abenteuer, das gar kein Ende fand. Bis es dunkel wurde, haben wir uns rumgetrieben und keiner hat sich Sorgen gemacht. Morgen sind wir immer wieder mit einem Kribbeln aufgewacht. Wir hatten nicht, dass wir die Freiheit lebten ohne Ideologie. Denn die Nachrichten im Fernsehen, die interessierten uns nie. Und die Regeln haben immer unsere Eltern gemacht und kein verfluchter Staat. Und früher gab es mehr Vertrauen und viel weniger Verrat. Dir von früher zu erzählen, fällt mir immer öfter irgendwie schwer. Vieles, was wir damals hatten, gibt es heute nicht mehr. Wir waren so frei wie der Wind und unsere Träume, und wie der Himmel so unendlich weit. Und ich sage dir, dass es nicht mehr nur wie früher bleibt. Ich stell mich immer wieder schützend vor dich, egal wie lang. Gegen die gottverdammten Nadelstiche und den Scheißgruppenzwang. Denn du bist immer noch mein Kind und keine Testperson. Und jeder, der uns Egoisten schimpft, der bekommt von mir ein Lied von früher, in sein Spatzen umgeimpft. Denn immer, wenn ich dir von früher erzähle, tut es weh, weil ich dich um deine Kindheit betrogen sehe. Solange es nicht endlich wieder gut wird, ist mit dem Kämpfen noch längst nicht Schluss. Und ich sage dir, dass für dich wieder wie früher werden muss. Und wir alle wissen, dass es auch für euch wieder wie früher werden muss. Ja, das war so ein kleiner Rückblick und auf der Herfahrt hier sind wir über die teilweise schon Feldwege angereist. Das war wie so ein Flash, ja, früher auf dem Lande ist man schwarz mit dem Moped da lang gefahren und heute ist man hier wieder unterwegs. Wunderbar. Musik.
unseren 10-Mann-Preisen, dem wir so viel zu verdanken haben. Ganz viele Masten, die jetzt für wohlige Wärme sorgen, wenn sie in den Heizkraftwerken verbrannt werden. Ganz viel Impfstoff, der noch irgendwo rumliegt. Und das alles bloß, weil ich es jetzt so furchtbar gut also mit ihm gemeint habe. Ja, du machst das irgendwie genial. Denn für einen, der nicht hübsch ist und nichts kann, bist du echt ein sehr gefragter Mann. Karl, man fragt dich wirklich jedes Mal, tritt das Virus in Erscheinung, nach deiner Expertenmeinung? Oh Karl, ist es irgendwie fatal, jeden Tag hast du eine Strähne, musst ins TV als Panik-Sirene. Oh Karl, du warst nicht gerade die erste Wahl, suchte sich die Ampelkoalition, nenn das als für Mutti süßen Sohn. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom. Das Mund wird lose, schmeißt er sich in Pose und dann klemmt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Markus Lanz gesehen. Sie dürfen gerne also mitklatschen, dann wird's vielleicht ein wenig wärmer. Ich hätte nie gedacht, was sich alles auf meinen Namen reimt. Geil, es ist nicht gerade ideal. Ich weiß schon morgens ganz genau, ich sehe dich heute wieder öfter als meine Frau. Geil, denke mir so manches Mal, wärst du nicht so auf dem Gelände, würden die Weiber dir die Bude einrennen. Oh Karl, die Zähne sind nicht optimal, am besten lässt du sie mal richten und gönnst dir dann ein paar Bettgeschichten. Oh Karl, das entspannt dich dann total und so musst du nicht mehr klagen. Und zwar in deine Meinung sagen, geht die Prognose auch mal in die Hose. Scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht nur drum schon, ist man Gesundheitsökonom. Das Mund wird lose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und doch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Anne Will gesehen. Obwohl ja Ricarda Lang dort gerade Dauergast ist nicht in Ordnung. Schritt auf Tritt und bringst ihn trotzdem auch gleich noch mit. Oh Karl, ich sag es ein für alle Mal, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Lieber stecke ich mich freiwillig mit Corona an. Geht die Prognose auch mal in die Hose? Scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht Nürtum schon? Ist man Gesundheitsökonom? Das Mund weg lose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir alle wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch alle im Fernsehen gesehen. Ich habe übrigens schon immer gesagt, dass das mit dem Virus gar nicht so schlimm ist. Wäre da nicht der Drosten gewesen, wir wären gut durch diese Zeit gekommen.
So, die Seiten sind schon ziemlich nass, wie muss es euch da gehen? Schön, dass ihr durchhaltet. Wir können mal was Sommerliches spielen. Schon ein paar Stollen eingepackt. Ich seh, mein Schatz, du bist schon längst bereit. Irgendwo wird irgendwas grad wieder aufgemacht. Aber denk dran, wir haben wenig Zeit. Wir starten unser eigenes Modellprojekt und scheißen auf die neuen Konventionen. Auf die Zahndreher gebe ich ohnehin nur einen Dreck und ihre Warnung, wen interessieren die schon? Wir packen alles in diesen einen Sommer und danach geht's wieder ab in den Arrest. Erstmal lieben wir uns, gäbe es kein Morgen. Und mit dir ist jeder Tag ein Fest. Wir müssen in den Tierpark gehen und shoppen, in der Spätvorstellung poppen, unsere Bahn nachts im Freibad ziehen. Und noch so viel vor, manchmal vergesse ich's wieder. Es ist so einfach heutzutage, ein Rebell zu sein und die Blaulichter am Rückspiegel zu sehen. Früher musste man in Texas jetzt eine Bank überfallen, heute reicht schon auf eine Grillparty zu gehen. Mit der Gitarre in der Hand und dem Corona-Bier am Strand sing ich für dich, solange es irgend geht. Wegen Konzertverboten machen wir eine Klimademo draus, denn es wird Zeit, dass der Wind sich dreht. Wir packen alles in diesen einen Sommer und danach geht's wieder ab in den Arrest. Doch erstmal leben wir, als gäbe es kein Morgen. Und mit dir wird jeder Tag ein Fest. Wir müssen in dem Stadion Fußball glotzen, aus der Kneipe fallen und kotzen, die Familie endlich wiedersehen. Und diese Silvesterböller knallen, Leuten um die Jahre fallen und du an die Nordsee fliehen. Herr Krüger ist ein vorsichtiger Bürger, und damit ihr das auch wisst, er hat
hat sich heute früh unter der Dusche auf die Füße gepisst. Und um noch mehr Wasser zu sparen, ja, ich kann es gar nicht fassen, hat er alles andere auch gleich noch aus sich rausgelassen. Jetzt ist der Abfluss zwar verstopft, aber er bleibt Optimist. Und Anna traut sich ohne ihre Maske nicht mehr aus dem Haus. Und kommt hier draußen einer mal zu nah, dann rastet sie gleich aus. Immer wieder ließ ihre Dates mit Männern platzen. Und da stand noch von mir heute über 20 Katzen. Denn mit Tieren statt mit Viren ist man sicherer. Sie hat den Bogen raus. Wir stinken, wir verzichten und wir hungern, uns ist kalt. Doch wir sind darin die Besten und es gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Denn wir knabbern am Leben so wie am Gnadenbrot. Die Medien berichten, für Jens ist alles wahr. Und Sodelmeier aus der Tagesschau ist für ihn ein echter Star. Früher war seine Devise, die Leute einfach machen lassen. Doch dann hat er angefangen, Querdenker zu hassen. Und seine schärfste Waffe gegen sie ist der Facebook-Kommentar. Und Stacy macht den Alten um mit Schwein, möchte ich Feuer unterm Arsch. Macht sie mit beim Klimakindermarsch. Sie hat noch nicht kapiert, dass ihre Eltern kaum noch können. Ihr Vater nur am Saufen und Mutter noch am Flennen. Denn die Pleite kam links über See, dank der grünen Bagage. Wir stinken, wir verzichten und wir hungern, uns ist kalt. Doch wir sind darin die Besten und es gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Denn wir knabbern am Leben, so wie am Gnadenbrot. Oh. Am Gnadenbrot. Bitte, bitte, gib uns Gnadenbrot. Für die Untertanen Gnadenbrot, Gnadenbrot. Und Oma Inge hört auf die Regierung und lässt die Heizung kalt. Denn sie sagen, dass der Russe wieder angreift. Er kommt wohl schon recht bald. Sie will doch nur, dass Putin von der Bildfläche verschwindet und hat dafür sogar ihre Wohnung angezündet, denn der Teelichtofen ist ja aus Versehen auf den Teppich geknallt. Und Herbert Schulze hat in seiner Firma jetzt eine Ortskraft angestellt. Denn sowas liegt zurzeit total im Trend und rettet unsere Welt. Armin glücklich, denn er konnte sich was verdienen. Aber dann ist er einfach überhaupt nicht mehr erschienen. Und Schulze zahlt für ihn und trotzdem weiter. Man nennt es Bürgergeld. Wir stinken, wir verzichten und wir hungern, uns ist kalt. Und wir wollen alle retten und es gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Denn wir knabbern am Leben, so wie am Gnadenbrot. Oh. Am Gnadenbrot. Bitte, bitte, gib uns Gnadenbrot. Für die Untertanen Gnadenbrot, Gnadenbrot. An allem wird sich leider auch nichts ändern. Und das ist auch der Plan. Denn Krüger, Meier, Schulze sind keine Denker, aber gute Untertanen. Ein jeder, der was machen könnte, will ja nichts riskieren. Er könnte ja den Job und den guten Ruf verlieren, also packen wir den Untergang gemeinsam mit geschlossenen Augen an. Wir stinken, wir verzichten und wir hungern, uns ist kalt. Aber darin sind wir spitze und das gibt uns so viel Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Denn wir knabbern am Leben, so wie am Gnadenbrot. Oh. Am Gnadenbrot. Die Untertanen Gnadenbrot, Gnadenbrot. Oh, oh, ein klein bisschen nur. Bitte, bitte, gib uns Gnadenbrot. So, ja, und was kommt? Special Effects hier. Ha ha.
So, so lustig der Anblick, so ernst der Hintergrund. Helft sie Zelensky! Der setzt keinen Helm auf. Der braucht keinen Helm. Der braucht bloß eine große Tasche. Angeweht. Im Morgengrauen rücken wir dann vor auf einen Feind, der nie der meine war. Und die Geschütze bellten dazu wie im Chor, als ich die ersten Männer fallen sah. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Gesagt. Doch ein paar Arschlöcher mit ihren Machtgelüsten haben längst den ersten Schuss gewagt. Unser Bataillon ist schon aufgerieben, nach Blut und Kotze stinkt der Wald. Wir wären wir lieber zu Hause geblieben, denn unser Grab ist feucht und kalt. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Eurem Plan. Heute Nacht werde ich mich in die Berge schlagen als wieder Partisan. Meine Stimme soll nur meine Waffe sein, und Patronen habe ich genug. Jeden Abend lade ich im Kerzenschein und lege an auf den Betrug. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Es ja nicht, uns nochmal ins Feld zu schicken, wird die Heimat nicht bedroht. Mit euren Seilschaften könnt ihr euch gern selber ficken, aber ich bleib Patriot. Wenn ihr meint, ihr müsst euch an den Lümmeln spielen, für Einfluss, Öl und Geld, ihr werdet sehen, ich bin nur einer von ganz vielen, der nicht mehr zu euch hält. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Es lebe die Wahrheit und auch die Vernunft und es lebe der Soldat. Zeit für eine Tat. Es lebe die Wahrheit und auch die Vernunft, und da verreckt auch kein Soldat. So, jetzt muss man nochmal Special Effects zum Einsatz bringen. Wo ist denn meine liebe Frau? Lass uns tanzen gehen, ist schon wieder über ein Jahr her.
Nichts so zu halten, fällt mir mittlerweile leider echt schwer. Nimm mal die Maske weg und zeig mir dein Gesicht. Ob du lächelst oder weinst, da kenn ich gerade irgendwie nicht. All die ganzen scheiß Regeln ergeben mir überhaupt keinen Sinn. Um meine Fresse zu halten, krieg ich mittlerweile echt nicht mehr hin. Denn in der Zeitung steht auf Seite 10 ein Polizeibericht, hab ich's gesehen. Unsere Freiheit lag heute Morgen im Park und der Slipping zwischen den Beinen. Sie haben sich in der Nacht über sie hergemacht und niemand hörte sie weinen. Und unsere Brüderlichkeit konnte auch nichts machen, sie war mal wieder stockbesoffen. Und unsere Angst stand daneben wie angewurzelt und zeigte sich betroffen. Zwischen den Beinen. Sie haben sich in der Nacht über sie hergemacht und niemand hörte sie weinen. Und unsere Brüderlichkeit konnte auch nichts machen. Sie war mal wieder stockbesoffen. Unsere Angst stand daneben wie angewurzelt und schaute nur betroffen. Jetzt folgt ein Lied über die Energiekrise. Unheimlich visionär, das ist schon über ein Jahr alt, also noch bevor die ganzen Preise in die Höhe geschossen sind. Aber es gab da immer so ein Gerät, was mich schon fasziniert hat. Also im Auto müssen Kinder unbedingt hinten sitzen, damit nichts passiert, aber im Lastenrad ist es scheißegal. Einen alten Zweier Golf. Aber auf dem Weg zur Arbeit strampelt er sich trotzdem jeden Tag einen Wolf. Den Sprit kann er sich nicht leisten und wie ihm geht's heutzutage den meisten. Doch es gibt ein Gerät, das schenkt uns neue Mobilität. Klaus und Gabi haben lange
auf ihr kleines Haus gespart. Es ist gemütlich, aber kalt und im Winter wird's bestimmt richtig hart. Womit soll man nur die Bude heizen, wenn man die kleine Rente nicht überreizen? Nur einmal in der Woche wird ihn warm beim Flaschensammeln fahren. Mit dem La-La-Lastenrad treffen wir uns alle in der Innenstadt. Wir radeln der Zeit hinterher. Das La-La-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Wenn man's uns befiehlt, strampeln wir sogar noch mehr. In China haben sie mal wieder einen Techniksprung geschafft. Zu Hause setzt man dieser Tage auf Wadenmuskelkraft. Dafür gibt's dann sogar Geld vom Staat. Und so kommen wir erst recht in volle Fahrt. Doch was sich allen gefällt, retten wir den Rest der ganzen Welt. Bei uns am Ort wurde neulich mal dringend die Feuerwehr gebraucht. Und als sie ankam, waren die Jungs und Mädels schon ordentlich geschlaucht. Unter allergrößten Qualen traten sie in die Pedalen. Mit dem Wasser im Gepäck, doch das Feuer war schon längst wieder weg. Mit dem La-La-Lastenrad treffen wir uns alle in der Innenstadt. Wir radeln der Zeit hinterher. Das La-La-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Wenn man's uns befiehlt, strampeln wir sogar noch mehr. Und was macht eigentlich der radikale Schüler des Koran? Kriegt er seine Bombe nie bis an die Menschenmenge ran. Doch wie hat der Prophet schon gesagt, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Und als die Kraft ihn verließ, fuhr er weiter bis ins Paradies. Während der brave Bürger sich dank der hohen Steuern wieder mehr bewegt, haben CDU und SPD das Land in Schutt und Asche gelegt. Und natürlich die Grünen, die FDP. Ohne überhaupt einen Krieg zu bestreiten, leben wir bald wieder wie in Nachkriegszeiten. Um die Trümmer wegzukarren, holen wir unsere Lastenräder ran. Mit dem La-La-Lastenrad fahren wir durch die Wittenberger Innenstadt. Ra-ra-radeln mit Zeit hinterher. Das La-La-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Wenn man's uns befiehlt, strampeln wir sogar noch mehr. Und immer, immer hinterher. Sportunterricht, Geräteton streckte. Doch das alles muss mir heute überhaupt keinen Kummer mehr bereiten. Ich muss nur rausgehen und sehe dann viel größere Peinlichkeiten. Leute machen wegen Abständen eine Welle und rennen bald monatlich zur Impftankstelle. Und alles, was man prominent, ist nicht besonders helle. Ricarda ist so lang wie breit. Ein bisschen schwitzig. Und der Böhmermann nennt Kinder Ratten und findet das noch witzig. Das sind die, die man Elite nennt. Und schon im alten Rom war man dekadent. Und hat vor lauter Feiern nicht bemerkt, dass die Luft schon lange brennt. Letzten Sommer habe ich im Freibad einen Typen gesehen. Ungelogen wollte der mit seiner Maske bis ins tiefe Wasser gehen. Kinder kleben sich auf der Straße fest und geben dem Arbeitsvolk damit noch den Rest. Als ob eine 40-Stunden-Woche beim Mindestlohn nicht schon genug Stress. Und ich weiß noch, wie man nach der Flut damals 100 Mann vermisste. Und sich der Landesvater vor den Kameras vor Lachen fast bepisste.
Während der Präsident nun eine Rede hält, spendete Leonie ihr ganzes Taschengeld. Es war zwar nicht viel, doch ich finde, es war irgendwie die Welt. Am besten hängt seine Freiheit lieber an die Nadel. Und die Dschungelcamper sind in unserem Lande der neue Adel. In Paris naschte man noch schnell vom Kuchen, während die Leute vor den Palastfenstern fluchten. Da brauchte man die Flucht auch gar nicht erst noch irgendwie versuchen. Am allerliebsten bliebe ich als Bürger still und unerkannt. Schaue ich auf Deutschland, peinlich Vaterland. Wo uns die Unfähigen weiterhin regieren und alle Wände so mächtig profitieren und die Leute auf die Straße gehen, denn was können sie noch verlieren? Um uns herum scheint die Lage sich allmählich wieder zu normalisieren. Doch hier im Lande will man lieber die Menschen noch ein bisschen drangsalieren. Denn die Lügen sind doch längst schon viel zu groß und deshalb lassen wir sie lieber nicht mehr los und geben der Wahrheit am Ende noch den Todesstoß. Und der Kanzler kann sich an die ganzen Bankendeals leider nicht erinnern. Und der Bundeshypochonder sieht die Lage sich immer nur verschlimmern. Drosten ist schuld, ihr wisst, nur Drosten. Schon im Politbüro und aus Berliner Tagen wollte keiner mehr die Konsequenzen tragen. Und das Ende vom Lied, ihn allen ging's doch noch an den Kragen. Vielen Dank. Es folgt ein trauriges Liebeslied.
Annalena, ich stehe in Wittenberge vom Kulturhaus. Ich muss gerade an dich denken, spiel unser Lied. Ich weiß noch, wie wir uns beide damals kennengelernt haben. Es war in der Uni gewesen. Und es damals schon sehr, sehr hochtrabende Pläne, vom Völkerballstudium ab zu den Grünen. Und heute hast du es geschafft und schickst gepanzerte Fahrzeuge in irgendwelche Länder, die hunderttausende Kilometer entfernt sind. Erklär's mal so ganz nebenbei irgendwem den Krieg. Das ist schon traurig. Und alles bloß, weil du mir mein Herz gebrochen hast und mit diesem Komiker aus Kiew abgedackelt bist. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir machen mal einen Einspieler mit den Versprechern. Sein. Ricarda. Nein, aber kommen wir zu einer wirklich ganz tollen Frau, die mich auf den vielen, vielen Reisen begleitet. Manchmal auch einfach das Zepter übernimmt und sagt, wir müssen da und da hin. Und das ist einfach schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat, genauso denkt, genauso fühlt. Zusammenzubauen, wir müssen los, denn wenn Gewitterwolken treiben, sollen wir auch in Bewegung bleiben. Weißt du was, ich hab mich neulich erst gefragt, als sich 89 keiner auf die Straßen rausgewagt, wo stünden wir? Ich würde dich bestimmt nicht kennen, weil's Welten voneinander trennen. Doch wenn wir heute im Lande unterwegs sind, ich und mein Mädchen aus West-Berlin, dann frage ich nie, was ist das Ziel, wo geht die Reise hin? Wenn mich
ich irgendwann das Heim packen sollte. Mein Zuhause hab ich immer neben mir. Und wenn uns die Luft so deckt, verschwinden wir. Ich bin tausendmal lieber in Charlottenburg als im grünversifften Friedrichshain. Doch viel schöner ist es noch mit dir in Wittenberge zu sein. Hab Schlägetypen mit in unsere Herzen aufgenommen, sogar dort, wo man noch Nazi-Lieder johlt, haben wir den Hund aus seinem Grab geholt. In der Stadt gibt's nur noch Messerstechereien, während hohe Zähne über alle Häuserdächer schreien. Und doch da, wo früher unsere Kneipe war, ist heute eine Shisha-Bar. Doch wenn wir wieder mal da draußen unterwegs sind, ich und mein Mädchen aus West-Berlin, da frage ich nie, was ist das Ziel, wo geht die Reise hin? Und falls mir doch mal das Heimweh packen sollte, mein Zuhause hab ich immer neben mir. Und wenn uns die Luft so dick, dann verschwinden wir. Für den vollen Tank hab ich gerade erst einen Dispus aber überstrapaziert. Doch in die Flucht mit dir ist bestens investiert. Schön, dass wir plötzlich unsere Eltern so schnell älter werden sehen, es macht mir Angst. Denn langsam kommt die Frage auf, wie lange nehmen wir noch die Gängelei in Kauf? Also los, wenn die Gewitterwolken treiben, lasst heute noch ein bisschen an der Zeitgeschichte schreiben. Komm mit raus, wir können uns nicht mehr verschanzen, aber dafür im Hochdruckregen tanzen. Aus West-Berlin, da frage ich nicht, was ist das Ziel, wo geht die Reise hin? Und wenn mich irgendwann das Heimweh packen sollte, mein Zuhause hab ich immer um mich rum. Und stellt sich uns einer in den Weg, schubst mir ihn um. Ich habe längst kapiert, wie man provoziert, und geht es auch nur langsam Schritt für Schritt. Dann schrei ich es jeden Tag hinaus, wir machen nicht mehr mit. Vielen, vielen Dank. Ich wollte heute noch ein paar Grüße unbedingt loswerden, weil während wir hier in Wittenberge stehen, sind hoffentlich auch ganz viele Leute gerade in Cottbus auf dem Marktplatz und mit dem gleichen Anliegen. Mit einem wunderbaren Künstlerkollegen und ja, schöne Grüße nach Cottbus aus Wittenberge. An Cottbus und an Stefan. Und da drüben der wunderbare Traktor von Andi steht, ist mir jetzt auch noch ein Lied eingefallen, was ich auch noch loswerden möchte. Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Besonders gerne in der Stadt, weil da ständig einer was zu demonstrieren hat. Jeden Tag werden die Banner ausgepackt, das geht mir auf den Sack. Wenn sich die Ökospinner wieder mal mokieren und dann am besten mit den Lärschen noch die Straßen blockieren, halten bunte Fahnen noch mit viel Tamtam, das schwillt mir echt der Kamm. Man nennt sie Aktivisten, so als ob sie wüssten, wie man überhaupt irgendwas bewegt. Die Presse jubelt laut, doch ich hab sie durchschaut, denn sie sind immer viel zu aufgeregt. Der einzige Aktivist, der wirklich nützlich ist, ist ein Trecker. Der war schon damals der ganze Stolz der LPG. Der braucht keinen Schwermetall-Akku und auch keinen Ladestecker. Wenn ich mit ihm meine Runden draußen auf der Wiese drehe, welchen Klimalügen kommt der mit 30 PS zum Acker pflügen? Und die Flüchtlingsfrage ist ihm irgendwie scheißegal. Statt Afrikaner übers Meer schleppt er den Erntewagen wie ein starker Bär bis auf den höchsten Berg und hinunter ins tiefe Tal. Der einzige Aktivist, der wirklich nützlich ist,
ist ein Trecker. Jeden Freitag bleiben sie der Schule fern. Und das ist pure Erfahrung, doch das hören sie nicht gern. Und nach Haus geht's dann in Papas BMW, als wäre das okay. Wird in Amerika ein schwarzer massakriert, haben sie in unseren Städten den Protest organisiert. Und die Polizei wird auch noch gleich gemobbt, ihr seid euch bekloppt. Ihr seid keine Aktivisten, sondern Opportunisten, rennt wie ferngesteuert blind durch diese Welt. Denn das Establishment, oder wie ihr das nennt, hat euch selber heute herbestellt. Der einzige Aktivist, der wirklich ein bisschen pfiffig ist, ist ein Trecker. Der war schon damals der ganze Stolz der LPG. Der braucht keinen Schwermetall-Akku und auch keinen Ladestecker. Wenn ich mit ihm meine Runden draußen auf dem Acker drehe, statt in der City rumzustressen, ist er im Spätsommer da zum Strohballen pressen. Mit der Scheibenegge ist er äußerst filigran. Hat Kilometer auf der Uhr, von denen träumt ein nagelneuer Tesla nur. An so eine Leistung kommt weder er noch ihr im Leben nicht heran. Der einzige Aktivist, der wirklich langlebig ist, ist ein Trecker. Alle Lebensmittel müssen bio sein. Doch wo sie wirklich herkommen, interessiert kein Schwein. Deshalb machen wir die Landwirtschaft kaputt. Ja, mit Mutter und Mord. Und notfalls fressen wir Insekten. Und die Kraftwerke, die schalten wir gleich ab. Weil doch die Sonne uns so viel Strom zu bieten hat. Gibt's uns letzte Kilowatt dann auch Gezänk? Habt ihr eine Powerbank? So sind diese Aktivisten. Und ich finde, sie müssten eine Woche mal zu uns raus aufs Land. Denn dann wär schnell vorbei mit all der Spinnerei und vielleicht seid ihr dann nicht so hirnverbrannt. Der einzige Aktivist, der wirklich nützlich ist, ist ein Trecker. Der war schon damals der ganze Stolz der LPG. Der braucht keinen Schwermetall-Akku und auch keinen Ladestecker. Wenn ich mit ihm meine Runden draußen auf der Dorfstraße drehe, sondern immer noch eine wunderbare Frau, die kann Kuchen backen, sowas Leckeres habt ihr noch nie probiert. Und die Kirche bleibt bei uns im Ort. Und es zählt doch was, gibt man einem sein Wort. Nur für Mist hat er hier noch wirklich keiner demonstriert. Der einzige Aktivist, der in Wittenberg im Einsatz ist, ist ein Trecker. Vielen Dank. Wollt ihr noch? Könnt ihr noch? Ihr müsst mir Einhalt gebieten. Dann singen wir noch eine Runde das Steigerlied. Es gibt ja Symbole, die sehr bedeutsam sind. Das können irgendwelche Zeichen sein, das können Lieder sein und es kann auch eine ganze Stadt sein. Und für mich ist Freiberg in Sachsen ein solches Symbol für den entschiedenen friedlichen Widerstand. Sind so unwahrscheinlich groß. Und sie singen ein Lied, das es schon seit vielen hundert Jahren gibt, vom Steiger und seinem Licht in dunkler Nacht. Was auch immer alles noch geschieht, in der Stadt, die das Silber und die Freiheit liebt, wird der Widerstand immer wieder neu angefacht. Man
noch so oft probieren. Das Schicksal stoppt in seinem Lauf. Nicht mal der stärkste Ochse, Freiberg, Glück auf. Zwischen eingeschlafenen Einzechen und Tyrannen mal wieder die Menschen brechen. Noch hart und spröde sind nicht nur Erze oder Stein. So wütet König gerne groß. Wenn nicht der, die Vorlauten untertan bloß, schickt der Söldner durch die Tore in die Stadt hinein. Seit 400 Jahren geht vom Steiger mit seinem Licht in dunkler Nacht. Was auch immer alles noch geschieht, in der Stadt, die das Silber und die Freiheit liebt, ist der Widerstand der Sachsen aufgewacht. Man kann es noch so oft probieren, das Schicksal stoppt in seinem Lauf. Nicht mal der dümmste Esel, Freiberg, Glück auf. Gewittert und doch stehen sie noch immer aufrecht Hand in Hand. Es mag ein Funke nur gewesen sein, doch heute leuchtet der wunderbare Kerzenschein. Freien Städten überall in einem freien Land. Und überall singen Licht in dunkler Nacht. Was auch immer alles noch geschieht, in der Stadt, die das Silber und die Freiheit liebt, wird der Widerstand immer wieder neu angefacht. Man kann es noch so probieren, Schicksal stoppt in seinem Lauf. Nicht mal der größte Tyrann, Freiberg, Glück auf. Man kann es noch so probieren, Schicksal stoppt in seinem Lauf, auch keine weitere Hundertschaft. Freiberg, Glück auf. Ja, wie gesagt, wir sind ja eine Menge unterwegs. Meistens kommen wir auch an, manchmal kommen wir aber auch nicht an und dann muss gleich ein Lied draus gemacht werden. Lied für Hermsdorf. Liegt am gleichnamigen Autobahnkreuz. Wer es nicht als Ziel hat, fährt wahrscheinlich eher achtlos dran vorbei. Und ja, wir haben es auch noch nicht gesehen. Gepackt. Denn heute ist wieder Montag und eins ist Fakt. Es geht auf weite Fahrt und das Ziel ist mir ein Begriff. Es liegt, wo die A9 auf den Sachsen-Highway trifft. Hermsdorf heißt die Stadt, die mich eingeladen hat zu spielen, denn dort hat man das Regierungshandeln satt. Mit 200 geht's nach Süden und der Turbo zieht wie Sau. Aber plötzlich rote Lichter, denn es ist Stau. Reiste bis China und er sang dabei ein Lied. Aber wir schaffen's gerade mal bis hinter Dessau Süd. Dabei waren wir schon in Erfurt und nach Jena ging's ganz leicht. Aber Hermsdorf bleibt für uns unerreicht. Kilometerweise Blech. Und sie haben uns eingekreist. Es geht nicht vor und nicht zurück, ja, das finde ich ziemlich dreist. Ich habe doch auch Termine
also macht euch mal vom Hof. Liederabend ohne Sänger ist schon ziemlich doof. Doch es ist einfach nicht zu machen, denn die Strecke ist total verbaut. Während ich nur leise schluchze und der Hund an den Sitzen kaut, klingelt laut mein Telefon. Mensch, wir warten doch alle schon, höre ich die Rufe in einem ungeduldigen Ton. Napoleon kam bis Russland und steckte dann im Frost. Aber wir stecken fest weit vor Halle Ost. Dabei waren wir schon in Gera und nach Chemnitz ging's ganz leicht. Aber Hermsdorf bleibt für uns unerreicht. Zwei Stunden noch, sagt das Navi, dabei stehen wir schon so lang. Und wenn es doch mal weitergeht, dann immer nur im ersten Gang. Und ich sehe schon in der Ferne die nächste Abfahrt auf uns lauern. Weitere 1000 Meter, das kann mir nur noch eine Stunde dauern. Und ich schwöre mir in die Hand, frag mich wieder jemand von so fern. Warum kommst du nicht vorbei, wir hören deine Lieder gern. Werde ich wohl sicherstellen müssen, dass die besagte Stadt statt einem Autobahnkreuz einen eigenen Flughafen hat. Alexander zog bis Indien und er schmiss den Maharaja raus, aber wir fahren kurz vor Schleune zurück nach Hause. Dabei waren wir schon in Dresden und in Wittenberge ging's ganz leicht, aber Hermsdorf bleibt für uns immer noch unerreicht. Das ist der Vorteil, wenn man Feldweg fährt. Und du musst nicht mit der blöden Masse laufen und dich dann nochmal vor dem Fernseher besaufen. Lebe auf deinen Hinterbeinen statt auf allen Vieren. Du musst nichts und das weißt du selber ganz genau, denn irgendwann sind die Jahre grau. Wie du lebtest, interessiert dann keine Sau. Denn jetzt ist Schluss mit dem, was man muss. So. Sag das auch für Verdruss, gib dem ganzen Stoß einen Abschiedskuss. Begleichen. Am Ende denkt nur einer, du gehörtest zu den Reichen. Du kannst auch ein bisschen warten, bis sie selber auf der Matte stehen. Und du musst nicht in deiner kalten Bude sitzen, während die da oben beim Geldverbrennen schwitzen. Du könntest mit uns zusammen auf die Straße gehen. Du musst nichts und das weißt du selber nur zu gut. Am Anfang kostet das vielleicht ein bisschen Mut, doch wir staunen, wie viel Kraft in dir ruht. Denn jetzt ist Schluss mit dem, was man muss. So. Sorgt es auch für Verdruss, gib dem ganzen Stoß einen Abschiedskuss. Und du musst dich nicht immer mit einer Maske quälen, nur weil gottverdammte Lobbyisten es befehlen, sage ihnen, dass sie selber dran ersticken sollen. Und du musst nicht unterm Regenbogen tanzen mit den ganzen Spinnern und ihren Presseschranzen. Bleibe, wie du bist und nicht, wie sie dich wollen. Du musst nichts und das weißt du selber insgeheim. Es gibt ein Wort, das könnte hilfreich sein. Das lautet schlicht und einfach: Ich mach nicht mehr mit. Was hilft's? Wittenberger macht auch nicht mit. Denn jetzt ist Schluss mit dem, was man muss. So. Sollte es auch für Verdruss, gib dem ganzen Stoß einen Abschiedskuss.
Schluss mit dem, was man muss. Oh. Sagt es auf, und Trost, gibt dem ganzen Stoß einen Abschiedskuss. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Guten Heimweg und wir sehen uns bestimmt bald wieder. So, wir als Orga-Team sagen natürlich auch Danke. Wann es weitergeht, wir melden uns rechtzeitig. Man hat es natürlich heute an den Teilnehmerzahlen auch gesehen, es sind eigentlich noch nicht genug da, die jammern. Sagen wir mal so, wie es ist. Müssen noch ein paar mehr Euros zahlen an Bürgergeld und für den öffentlichen Dienst, dann werden wir bestimmt mehr, ne? Gut, ansonsten guten Heimweg. Die Veranstaltung ist beendet.